Sieht das nicht atemberaubend aus? Die Startsequenz. Noch einmal gesehen. Wir haben sie im ersten Part nicht sehen können, weil die Pokémon bzw. Game Freak da ja jetzt andere Herangehensweisen hat, bzw. Ilka hat es auch übernommen gehabt. Und ja, oh, es klingt wunderbar. Diese Sounds remastered oder, ja, die ganzen Soundtracks sind im Prinzip remastered. Nein, das wollten wir jetzt nicht. Naja, dann klicken wir jetzt. Oh, der Ladebildschirm. Wir sehen einen Ladebildschirm. Oh, der ist süß. Der ist wirklich süß. Ja, und damit auch nochmal ganz offiziell. Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Jetzt muss ich gerade mal nachdenken. Welches Spiel spielt es eigentlich? Naja, so. Und dann geht es auch schon. Hier vorne ist Lucia. Wir haben unseren ersten Starter. Wir haben Schelas. Wir haben noch gar keinen Spitznamen für das gute Tier. Eine gute Schildkröte und ich wollte mir eigentlich gerade eben vor dem Part Gedanken machen, wie ich das Pokémon benennen werde. Lieber Retro, du bist ein Dussel. Naja, also das ist unser Schelast und es ist ein robustes Schelast, wie es hast Niederlagen und es ist einfach prinzipiell alles. Ja, genau, das ist unser Schelast. So, und ja, wir sollen im Labor einen Bericht abstatten. Und tatsächlich muss ich trotzdem darüber nachdenken, wie nenne ich das Pokémon? Naja, dazu kommen wir gleich, wenn wir dabei sind. Ah, da bist du ja. Komm mal bitte mit. Der Professor wartet bereits. Ja, dann kommen wir doch einfach mal rein. Da wären wir auch schon. Das ist unser Pokémon-Labor. Da wollen wir mal reingehen. Rums macht es wieder mal, ne? Rums. Aha. Was zum? Oh, du bist das Retro. Hör mal, dieser alte Typ. Angst macht er mir keine, aber der steht voll neben sich. Was soll's. Ich mach mich von Acker. Bis bald. Oh, was war das denn? Dein Freund scheint es ja mächtig eilig zu haben. Na, wie dem auch sei, gehen wir mal rein. Ja, das Movement genauso wie damals. Und da sind wir dann jetzt. Da bist du ja endlich. Retro war der Name, nicht wahr? Lass mich bitte einen Blick auf das Pokémon werfen, das du an dich genommen hast. Verstehe. Ja? Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Ganz außerordentlich. Weißt du was? Ich schenke dir dieses Schelast einfach. Da es nun dir gehört, kannst du ihm auch einen Spitznamen geben? Möchtest du das tun? Ja, das möchte ich. Aber wie gesagt, es ist weiblich. Wir haben ein weibliches Schelast. Das ist ja was. Okay, dann lass mich mal kurz nachdenken. Wir sehen uns gleich wieder. Ich bin relativ unkreativ. Das weiß man schon ein bisschen aus meinem Pokémon-Schwert-Let's Play. Ich habe mich für Schalzi entschieden. Ja, weil, because, warum denn nicht? Und ja, also, weiter geht's, ne? Verstehe. Bist du mit dem Spitznamen zufrieden? Ja. Dein Freund Chris hat mir erzählt, was sich vorhin am See zugetragen hat. Dafür, dass es dein allererster Kampf war, solltest du dich sehr gut geschlagen haben. Zudem spüre ich deutlich das Band, das zwischen dir und deinem Pokémon besteht, auch wenn es noch nicht gefestigt ist. Deshalb möchte ich dir das Schelast anvertrauen. Du weißt ja gar nicht, wie froh ich bin, dass du so nett zu Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, oh, ich will gar nicht darüber nachdenken. Ahem, kommen wir jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Mein Name lautet Eibe. Wie der Baum. Ah nee, warte. Ich habe mein Leben der Pokémon-Forschung gewidmet. Zunächst bräuchte ich Gewissheit darüber, welche Pokémon-Arten hier in Sinnoh leben. Zu diesem Zweck müssen mit Hilfe des Pokédex Daten gesammelt werden. Hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben, damit du für mich die Daten sämtlicher Pokémon in Sinnoh sammelst. Bist du damit einverstanden?
Ja, das bin ich. Hm. Die Antwort gefällt mir. Ja, du erhältst den Pokédex. Dieser Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch die Daten aller Pokémon-Arten aufzeichnet, denen du begegnest. Deshalb würde ich dich bitten, jeden Winkel zu durchforsten, um alle Pokémon-Arten dieser Region aufzuspüren. Ich habe auch so einen Pokédex wie du. Sag mal, als du zusammen mit deinem Pokémon auf Route 201 unterwegs warst, wie hast du dich da gefühlt? Ich für meinen Teil habe zwar bereits 60 Jahre auf dem Buckel, doch in der Nähe von Pokémon bekomme ich immer noch Herzklopfen. Es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt, musst du wissen. Das bedeutet auch, dass unzählige aufregende Momente auf dich warten. Doch nun ist es Zeit zum Aufbruch. Los, Retro. Dies ist der Beginn deines Abenteuers. Mein erstes Pokémon war Plinfer. Wäre am See deine Wahl auf Plinfer gegangen, hätten wir nun beide das gleiche Pokémon. Aber das ist ja auch nicht weiter wichtig. Mein Name ist übrigens Lucia. Ich helfe dem Professor ebenfalls dabei, die Seiten des Pokédex zu füllen. Wie du siehst, sind wir zwei uns auf gewisse Weise schon recht ähnlich. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich dir ein paar Schritte voraus bin. Das ist alles. Ich freue mich schon darauf, dir das ein oder andere erklären zu können. Wirklich schön, dich kennenzulernen, Retro. Ja, und damit haben wir wieder einen neuen Eintrag, den Pokédex. Und auch dieser, ich glaube, das muss ich jedes Mal wiederholen. Der sieht sehr ähnlich aus zu dem, was wir damals hatten. Größenvergleich haben wir auch wieder. Ja, wie süß. Ist ja wirklich klein. Gewichtsvergleich gibt's auch. Wieder. Jo, wir sind schwerer. Mit 38 Kilo. Das wäre schön. Also ich wiege das Doppelte. Na gut. ja, kann man ja mal machen, ne? Gut, es gibt natürlich kein Habitat. Habitat unbekannt. Oh mein Gott, die Karte. Die Karte sieht ja hübsch aus. Oha. Wirklich. Die Karte ist ja wirklich... Ey, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Eieiei. Okay, und Animation und Ruf können wir natürlich auch. Alles stille. Oh, ganz toll. Und dann soll man hier auch... Achso, kann ich sie hier angucken und bewegen? Ach ja. Drehen. Aber kann ich den... Hallo? Hä? Ich will die... Kann ich ihn gar nicht einstellen? Den Chor? Nee. Okay, dann nicht. Gut, damit haben wir das alles. Und dann können wir uns aber hier ein bisschen umschauen. Ich bin Vater von Lucia und ich unterstütze euch gerne bei der Aufgabe, die ihr von Professor Eibe erhalten habt. Ich bin mir sicher, wir können uns auf euch verlassen. Und wer bist du? Professor Eibe hat zusammen mit einem Professor aus Kanto einen neuen Pokédex entwickelt. Ja. Du wirst einen Blick auf den PC-Bildschirm. Der Bildschirm ist übersät von verklopften Fachbegriffen über wissenschaftlichen und wissenschaftlichen Texten. Ja, das ist ja nicht so was für uns. Ja, und auch... Oh, Radfahren mit Süßigkeiten, yeah! Ja, also der Professor hat hier also auch so einen kleinen Wohnbereich oder so ähnlich. Und dann können wir ja mal weitergehen, ne? Gut, Retro. Da ich ja quasi deine Mentorin bin, erkläre ich dir nun ein paar Dinge. Als deutlich erfahrener Pokémon-Trainer und Assistentin des Professors ist es geradezu meine Pflicht. Dann komm mal mit. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist das Pokémon Center. Hier kannst du deine Pokémon heilen lassen, die im Kampf verletzt wurden. Die meisten Ortschaften verfügen über ein solches Pokémon Center.
Bei diesem Gebäude mit dem blauen Dach handelt es sich um einen Pokémon-Supermarkt. Dort kannst du allerlei Items kaufen und verkaufen. Als frisch gebackener Trainer wirst du hier noch nicht allzu viel kaufen können. Aber lass dich davon mal nicht entmutigen. Ach ja, da fällt mir ein. Vergiss nicht zu Hause Bescheid zu geben, dass du Professor Albe bei der Erstellung des Pokédexes helfen wirst. Du wirst immerhin ziemlich weit reisen. Da solltest du nicht einfach wortlos verschwinden. Aber lass aber noch deine Pokéfeuer im Pokémon Center heilen. So reist du nämlich um einiges sicherer. Aber jetzt muss ich los. Mach's gut. Ciao, Lucia. Ja, und jetzt haben wir hier freie Bewegungskraft in Sandgemme. Hier haben wir auch noch ein Schildchen. Sandgemme, sandiger Ort mit Zugang zum Meer. Ja, oh hier, das ist Sandgemme. Und hier ist die Route 219. Und hier liegt ein Item. Ein Gegengift. Sowas brauchen wir auch ab und zu mal. Aber mal zum Schauen, zum Gucken. Sieht ja wirklich hübsch aus, genau. Stehen ja eigentlich wieder Texte dran, oder? Nö, Strand von Sandgemme, okay. Wow, Pokémon sind so cool. Man kann sie in Kämpfen einsetzen und dadurch stärker machen. Ach, ich hätte so gerne welche. Das wäre so cool. Ja, cool wäre das. Das glaube ich dir. Damit ich nicht vergesse, was bisher passiert ist, speichere ich jetzt besser mal. So, nun kann ich ein Päuschen einlegen. Ja, genau richtig. Hast du gut erfasst. Achso, das haben wir schon gelesen hier. Dann haben wir das Haus von Lucia. Da können wir auch mal reingehen. Hallöchen. Wir haben auch hier ein Stockwerk. Wer bist du denn? Du bist Sereto? Ach, dann hilfst du doch bestimmt dem Professor mit dem Pokédex, oder? Wow, meine große Schwester macht das auch. Na, na, viel Erfolg. Das ist die kleine Schwester? Oh, okay. Oh, Professor Albe ist also zurück. Er ist ein sehr bemerkenswerter Mann, der schon seit vielen, vielen Jahren Pokémon erforscht. Mein Sohn und mein Enkelkind gehen ihm aktuell bei seiner Forschung zur Hand. Gut, und dann haben wir hier oben. Ja, auch nochmal Abenteuerregel Nummer 1. Drücke den X-Knopf, um das Menü zu öffnen. Du wirfst einen Blick auf den PC-Bildschirm. Abenteuerregel Nummer 2. Wähle Speichern, um deinen Fortschritt zu speichern. Mehr steht da nicht. Ja, reicht ja auch, ne? Der Apfeleimer ist leer. Gut. Und lass mich raten. Werbung. Pokémon Center. Ja, gut. Das haben wir ja schon gehabt. Dann gehen wir doch noch einmal hier links. Das Ding, was du da hast. Das ist doch ein Pokédex, stimmt's? Oh, dann wirst du dich wohl bald auf die Suche nach dem unterschiedlichsten Pokémon begeben. Du bist wirklich ein Glückspilz. Ein guter Trainer achtet stets darauf, dass seine Pokémon nicht so viele KP verlieren und bewahrt sie somit davor, kampfunfähig zu werden. Ja, die typischen Basics, immer schön, ne? Pokémon werden stärker, indem sie gegen andere Pokémon kämpfen. Vergiss aber gerade zu Beginn deines Abenteuers nicht, sie regelmäßig im Pokémon Center heilen zu lassen, während du sie trainierst. Das werden wir nicht. Deswegen gehen wir auch jetzt ins Pokémon Center. Und wir speichern vorher einmal. Speichern ist toll. Da haben wir das Pokémon Center. Wer bist du? Im ersten Stock eines jeden Pokémon Centers befindet sich der lokale Club. Dort kannst du jede Menge Spaß mit deinen Freunden haben. Sprich dort mit der netten Dame am Schalter und vertraue ihr deine Pokémon an. Sie macht dein Team immer nur wieder fit. Du wirst schon sehen. Ja, das machen wir auch gleich. Es tut mir wirklich schrecklich leid, aber aufgrund von Bauarbeiten ist unbefugter Zutritt verwehrt. Bitte komm später noch einmal vorbei. Ja, das war auch schon damals so, dass das da gesperrt war. Und wer bist du? Bist du den blauen PC da drüben? Dem mit dem modischen Design? Oh, wenn du Pokémon im Gepäck hast, kannst du ihn nach Belieben benutzen. Und hier haben wir noch eine, die Karte. Eine vernünftige Karte. Und ja, es ist irgendwie schön, dieses Design trotzdem gewisserweise ein bisschen wieder nostalgisch da zu haben, aber es ist ja trotzdem ein bisschen moderner. Das gefällt mir. Das ist jetzt wirklich auch hier. Also so ein bisschen eine Kombination aus Schwert- und Schilddesign.
und dem neuen jetzt hier, oder dem alten aus Cinema, so, so ein bisschen kombinieren. Ja. Gut, dann heilen wir doch einmal unsere Pokémon. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Aber sicher doch. Okay, dann nehme ich mal deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Ja, da heilen wir uns. Da heilen wir uns. Es ist oftmals so, dass dieser Abschnitt des Pokémon Centers bald mal weggecuttet wird. Und dann gehen wir nochmal hier nach oben. Hier steht nämlich auch noch jemand. Es macht mich ganz nervös, den Lokalraum zu betreten. Und das glaube ich. Wollen wir einfach mal nochmal mit dir sprechen? Herzlich willkommen. Bei mir kannst du eine Art Transformation für den Königsclub durchführen. Möchtest du dein Aussehen innerhalb des Königsclubs ändern? Ja, man kann jetzt ein Design vorlegen. Das Aussehen, welches Trainertyp würdest du gerne annehmen? Und da haben wir wieder eine ganze Auswahl. Ja. Eine ganze Auswahl hier. Zwischen Knirps, Pokémon-Züchter, Gentleman, Gitarrist, Schnösel, Camper, Wanderer, Junges Glück und Bühnenstar, Dame, Kämpferin, Cowgirl, Lady, Aroma-Lady, Göre, Junges Glück, weiblich. Achso, und das war's. Also mehr haben wir erstmal nicht. Ja, großartig. Ich bin Wanderer. Ich mag die Wanderer. Ich habe den Wanderer ganz oft gewählt. Deswegen wählen wir auch den Wanderer. Damit das also Aussehen des Trainertyps Wanderer annehmen? Ja. Ja. Alles klar. Dann würde ich sicherstellen, dass du als der von dir gewünschten Trainertyps erscheinst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Konix Club. Ja, den Konix Club, den betreten wir ein andermal. Heute noch nicht. Stattdessen bewegen wir uns erstmal zurück Richtung Heimat. Und auch den Pokeshop. Also, das, ja, den Pokémon-Markt, den betreten wir auch, wenn wir das nächste Mal hier vorbeikommen. Denn wir sollen jetzt erstmal zurückgehen zu Mutti. Also gehen wir einmal hier oben links. Und dann sind wir zurück im Zweiblattdorf. Und sollen noch einmal bei Mutter Bescheid geben, dass wir ferngehen, fortgehen. Willkommen zurück, Retro. Geht es dir an deinem Pokémon gut? Ruh dich doch ein wenig aus. Was gibt es, Retro? Donnerwetter, Professor Eiber hat dir so eine wichtige Aufgabe anvertraut? Dann mal viel Erfolg, mein Schatz. Ich unterstütze dich natürlich, wo ich kann. Oh, richtig. Ich habe da etwas für dich, was du sicher gut gebrauchen kannst. Du erhältst die Abenteuernotizen. Dafür, ja, die verstauen wir mal wieder nie. Was ist Itemtasche? Wenn dich auf deine Abenteuer etwas stutzig macht oder dir unverständlich erscheint, dann sieh in deinen Abenteuernotizen nach. Dort solltest du fündig werden. Ach, wie ich dich um deine Abenteuerreise beneide. Zudem hast du immer dein Pokémon zur Seite und musst dich nie alleine fühlen. Ach, wie gern würde ich mit dir tauschen. Kann ich nicht einfach mitkommen? Keine Sorge, ich mache nur Spaß. Retro, wirklich. Sieh du ruhig los und genieß dein Abenteuer. Ich halte so lange hier die Stellung. Wenn du neue Dinge lernst und aufregende Erfahrungen machst, dann freue ich mich natürlich auch darüber. Doch schau ab und zu mal zu Hause vorbei. Schließlich möchte ich ja auch all deine neuen Pokémon-Freunden. Möchte ich auch mal all deine neuen Pokémon-Freunde kennenlernen. Die Abenteuernotizen. Hier werden allerlei Infos aufgezeichnet, die dir auf dem Abenteuer von Nutzen sein können. Du kannst über die Basis-Item-Tasche deines Beutels darauf zugreifen. Entschuldigt die Störung, aber steckt mein kleiner Chris hier zufälligerweise? Oh nein, tut mir leid. Oh, verstehe, dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Er rief nur, dass er auf ein Abenteuer gehen würde und weg war er. Dieser Junge ist so stur und waghalsig. Ich wollte ihm zumindest das hier mit auf den Weg geben. Kein Grund zur Sorge. Retro bringt ihn das sicher gerne. Das machst du doch, nicht wahr, Retro? Aber sicher doch machen wir das. Oh, wirklich? Das würdest du für mich tun? Vielen Dank. Dann gib Chris bitte das hier von mir. Du erhältst das Paket. Und auch das geht in die Basis-Items-Tasche. Mach's gut, Retro, und viel Spaß auf deinem Abenteuer. Lass mich rasch überlegen, wo er sein könnte.
So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Vielen Dank nochmal. Ja, und da haben wir auch schon wieder den ersten Part, den zweiten Part. Wir haben den zweiten Part hinter uns gelassen. Und im nächsten Part gehen wir endlich auf unsere große Reise. Endlich geht's los. Also, bis zum nächsten Mal und ciao!